Tja, willkommen nun zum fünften Dreh in Sachen Melango und dem Versteckspiel hinter Zalando. Geplant waren nicht mal drei Teile. Es wird dir empfohlen, eingesperrten Hamstern in unregelmäßigen Abständen das Inventar umzustellen, damit sie ihr Umfeld immer wieder neu erlernen müssen und somit durch ihre Gefangenschaft nicht verblöden. Irgendwie fühle ich mich hier wie ein Hamster, der mehrmals täglich neu lernen muss, was hier passiert. Es ist sicher für einen Otto-Normal-Internet-User verwirrend, wenn er auf eine Zalando-Werbung klickt. Diese Zalando-Werbung meine ich, bei AffinityNet oder woanders landet, aber ein paar Tage später ein Glückwunschschreiben über einen 24-Monats-Vertrag nebst Zahlungsaufforderung aus dem Hause Melango bekommt. Aber warum ist das überhaupt so? Michael Burer, Betreiber der iContent, Outlets und vielen mehr, der im Übrigen gerade wegen tausendfachem gewerblichem Betrug vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt steht, diente dem Konzept da sicher als Vorbild. Wobei wir natürlich damit nicht ausdrücken wollen, dass es sich hierbei auch um Betrug handelt. Damit beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft Chemnitz. Sie untersucht das seit dem Jahre 2008. Und wenn diese Art Versteckspiel nicht rechtens ist, wird Justitia das sicher trotz ihrer Blindheit sicher erkennen. Haben wir also einfach Vertrauen und noch, lassen Sie mich rechnen, noch weitere 5 Jahre Geduld. Was passiert hier also? Zalando, Angebote für Händler auf Facebook, die Werbung. -70%, wir haben das Notebook ja schon mal gesehen. Restpostenpaletten waren Sonderposten, Konkurs waren Lagerüberhänge. Zalando hat sich bislang nicht wirklich schriftlich geäußert, was die mit Restposten zu tun haben. Wir klicken da einfach mal drauf. Mit Steuerung Klick, es öffnet sich ein neues Fenster. Wir landen bei Affiliate Verzeichnis. Das Interessante dabei ist, warum landen wir da? Wir haben da im Hintergrund einen Proxy-Server laufen. Das hätten wir vielleicht mal ein bisschen anders machen sollen. Machen wir das Ganze nochmal. Wir klicken nochmal drauf und gehen auf den Proxy, halten ihn wieder an. Wir sind mit Facebook verbunden. Klicken dort drauf auf die Werbung, werden nach Sale Großhandelprodukte umgeleitet, also weiter, das haben wir angeklickt. Dort bekommen wir eine 302, also eine HTTP-Umleitung, werden nach partnerswebmasterplan.com weiterverwiesen, also umgeleitet von der Sale Großhandelprodukte. Diese wiederum verleitet dann entweder, wie das letzte Mal in Teil 4 und Teil 3 nach Zalando, Teil 2, Teil 1 auch. Und jetzt hier einfach mal nach AffinityNet-Verzeichnis. AffinityNet ist sowas ähnliches wie Partners Webmasterplan. Da wird halt Werbung letzten Endes auf Webseiten gestellt. Ich glaube nicht, dass die das toll finden, dass ja, letzten Endes eine nicht existente Webseite das Ganze mit Werbung gestaltet. Aber das sollen die sich mal selber drum kümmern. Uns wird nur verwirren, wenn dann statt Zalando, beziehungsweise in dem Fall Affiliate-Verzeichnis oder andere Webseiten, das kann auch Google oder sonst was sein, oder auch wieder Facebook, wenn dann stattdessen Melango kommt, man gibt natürlich dann seine Kontaktdaten ein, seine schnellen Kontaktdaten, der Hoffnung, man würde dann ein Informationsmaterial bekommen oder man würde sich bei Zalando befinden und schon hat man den Salat im Hause, 24-Monats-Vertrag. Wir können mal direkt auf die Sale Großhandel gehen, was dabei rauskommt. Auch dort werden wir direkt umgeleitet. Haben wir jetzt gar nicht protokolliert. Doch haben wir. Die haben wir jetzt diesmal direkt eingegeben. Bekommen hier auch wieder die 302, werden wieder nach Partners Webmasterplan weitergeleitet. Das ist also ein Versteckspiel sondergleichen. Es wird sicherlich rechtens sein, sonst würde man es nicht tun. Was mich nochmal dabei interessiert in dem Zusammenhang, www.denik.de, ist nochmal der Eigentümer der Domain. Ja, das war schlau. Letzten Endes hat der aber auch nicht viel zu sagen, denn wir haben in den vergangenen Monaten gelernt, dass der Name auch nur Schall und Rauch ist. Und letzten Endes irgendwelche Fake-Adressen in der ganzen Republik sein können. Bis nach England haben wir die Adressen verfolgt. Das ist dann irgendwann langweilig. Ja, Thomas Wachsmuth, Melango GmbH. Warum interessiert uns das eigentlich alles so? Wir möchten mal Zalando und Melango öffnen. Diese blonde Dame. Und das andere Mal, das finde ich jetzt so schnell nicht wieder. War es hier irgendeine Schuhgeschichte mit 70%, mit 20, 30% oder sowas reduziert?
Gut, haben wir in Screenshots gesichert, sicherheitshalber. Auf jeden Fall sehr auffällig, die Farben auch identisch. Da kann ein schneller, eiliger Internet-User schon ganz schnell mal in die Falle tappen. Deswegen einfach mal aufpassen, welche Werbung man anklickt. Denn nicht hinter jeder Werbung, wo Zalando draufsteht, ist auch tatsächlich Zalando drin.